So und damit herzlich willkommen zu einer ersten Folge, wie immer, bei unseren Angespiels. Heute spielen wir mal einen echten Spieleklassiker. Und zwar spielen wir einmal Minecraft. Ich habe einmal hier einfach eine neue Welt erstellt. Und wir haben hier auch direkt mit einer Statue, denn manchmal ist da wirklich gutes Zeug drin, was wirklich am Start auch helfen kann. Manchmal ist da auch eher Müll drin. Was wir heute erwischt haben, war wirklich mal eher was Gutes statt eher Schlechtes. Das erste, was wir eigentlich auch direkt machen können, ist hier ein bisschen Holz mitzunehmen. Und ich denke, dass die meisten eigentlich das Spielprinzip von Minecraft verstehen. Beziehungsweise Prinzip ist eigentlich auch eher offener Begriff. Denn in dem Spiel kann man relativ, beziehungsweise was das Spiel halt bietet, sämtliche Sachen machen, die das Spiel zu bieten hat. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber dieses Spiel hat sehr viele Möglichkeiten, die man eigentlich aus so einem Spiel gar nicht erwarten würde. Weil man sich bedenkt, dass die erste Version dieses Spiels nur aus zwei Blockarten bestand. Einmal normale Erde und normaler Stein und mehr gab es früher nicht. So einem Spiel entwickelt hat, das eigentlich fast jeden Geschmack trifft, hätte man damals wirklich nicht erwartet. Aber bevor wir jetzt hier lange noch rumreden, fangen wir mal direkt an. Ich habe noch keinen Skin geladen, denn ich finde, ich habe noch keinen schönen Skin gefunden. Deshalb spiele ich gerne mit dem einfachen Skin. Vielleicht schaue ich mal wirklich, dass ich meinen Skin finde, der mir wirklich gefällt. Aber fürs Erste wird das auch hoffentlich reichen. Und die Welt hier sieht auch gar nicht mal so schlecht eigentlich für den Anfang aus. Haben hier auch direkt noch ein Dorf. Komm. Ja, direkt ein kleines Dorf noch gefunden. Sehr schön. Kann gute Deals haben, kann aber auch schlechte haben. Kommt drauf an, mit Glück und leichtes Pech. Aber auf jeden Fall. Hier haben wir noch Nahrung ein bisschen. Wald. Da würde ich mal sagen, gehen wir einfach direkt mal in so ein Häuschen rein. Und bauen hier mal ein bisschen um. Ah, wir haben hier eine Axt. Geht es hoffentlich ein bisschen schneller. Obwohl, wartet. Vielleicht. So, der kommt schon mal hier hin. Ah, vielleicht hier im Hügel hat man eine bessere Chance. Auf geht's nach unten in den Untergrund. Denn wir brauchen einmal etwas Stein und auch so schnell wie möglich die ersten Erze, damit wir uns bessere Werkzeuge herstellen können. So. Wird jetzt etwas dunkel werden für kurze Zeit, bis ich hier eine Fackel wieder platzieren kann. Wartet, so. Ja, stimmt, zwei gibt's ja. So, und dann geht's hier einmal nach unten. Und warte ich, bis wir... Ah, direkt Kohle gefunden. Sehr schön. Kohle ist nämlich sehr wichtig. Damit können wir nämlich neue Fackeln machen. So. Aber wir brauchen noch nicht so viel Kohle. Wir brauchen eher Eisen. So, auf geht's in den kleinen Untergrund. So. Obwohl, kommen wir einfach hier schon mal einen Schwung Kohle mit. Wird nicht schaden. Die Zeit brauchen wir eh das so zum Abbauen. So. Kommt alles hier mit. Zack. Ja, das dauert jetzt ein bisschen, aber jeder Anfang ist schwer. Das Coole, was ich an dem Spiel eigentlich auch finde, ist, wie viel die Community dem Spiel hinzufügt. Alleine, ich fange mal mit einem Punkt an, Mods, was auf jeden Fall schon mal ein sehr großer Punkt in dem Spiel ist. Es gibt gefühlsweise über mehrere Millionen Mods, kann man schon fast sagen, die neue Spielinhalte hinzufügen. Auch Servers, wo man mit anderen Leuten einfach spielen kann. Finde ich an sich einfach was so ein einfaches, wie soll man sagen, Klötzchenspiel erreicht hat. Anders kann man es ja fast gar nicht sagen. Ist ja einfach nur einfache Texturen, nichts groß aufwendiges, aber ein sehr
beliebtes und doch schönes Spiel, denn auch die Community hat in grafischer Darstellung relativ viel geleistet. Ich sag nur mal Shader, Resource Packs, Grafikpakete. Finde ich eigentlich relativ cool. Das kennt man eigentlich auch aus den wenigsten Spielen, dass man so eine großflächige Mod-Community hat. Okay, es gibt schon Spiele, die sowas haben, aber ich glaube nicht in solchen großen Ausmaße, damit man wirklich mit solchen Mods wirklich ein komplett anderes Spielerlebnis erreichen kann. Davon gibt es ja zahlreiche. Die meisten werden wissen, glaube ich, was ich damit meine. So, aber was machen wir einmal? Wir brauchen auf jeden Fall einen Ofen schon mal. Dabei zu haben ist nicht schlecht. Und auf jeden Fall wäre mal ein Steinschwert nicht schlecht. Und eine Schaufel wäre auch nicht schlecht, mal aus Stein, wenn wir mal auf was Erdiges stoßen. Und dann geht es jetzt erstmal weiter nach hier unten. So. Obwohl, ich glaube, welche Taste war es nochmal? F3, oder? Ja, hier hat man eine schöne Übersicht. Höhe 40. Wir müssen so auf 12 oder so runter, denn da waren nämlich die guten Erze. Da waren viele Erze. Da waren auch mehr Erze, aber da unten war es auch wesentlich gefährlicher. Muss man auch zugeben. Obwohl, ja, wenn man ein bisschen aufpasst, sollte da eigentlich nichts groß passieren. So, nächste Fackel. Ich habe leicht Angst, dass hinter mir gleich kommt. So, nochmal kurz vorbeigucken. 30, 29. Passt dann auch soweit. Na, wo immer. So, und ab geht's nach hier unten. Na, hätte Werkbank mitnehmen sollen. Aber ich muss eh nochmal raus. So, einmal hier hochspringen. Na, hier in der Nähe sollte dann vielleicht eine Höhle sein, die sich das anhört. Aber die Höhle interessiert mich nicht so stark. Mich interessiert eher, wo wir unten Ressourcen finden. Damit können wir auch noch sehr viele Sachen erleben. So, zwei Spitzhacken sollten dann mal reichen. So. Ja, hier in der Nähe ist wirklich was da. Und dann sage ich mal, fangen wir wieder an zu graben. Mal kurz hier das ganze System aufmachen. Und wir sind gleich unten. So. Sag noch ein Stück. Ja, wir kommen langsam näher. Zack. Natürlich, Stein haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal sehr viel. Ah, ich glaube, so 12 war nicht so die schlechte Höhe für Ressourcen. Aber das ist auch irgendwie bei Welt zu Welt immer leicht Unterschied, welche Höhe die beste ist. So, und dann fangen wir mal an, hier ein bisschen den Tunnel weiter auszubauen. Ich höre Wasser. Eine Höhle wäre stark, aber dafür habe ich noch nicht so die wirkliche Ausrüstung, um da drin gut zu überstehen. Ah, was war das jetzt? So. Kleiner Trick. Wenn wir jetzt hier einmal so reingraben, finden wir vielleicht die ein oder andere Erzressource. So. Ja, auch nichts. Auch nicht. Mal schauen, was wir hinten finden. Irgendwann müssen wir ja Glück haben, um mal wieder irgendwas mit Erzen zu finden. Natürlich können wir auch direkt mal auf der anderen Seite reingraben. Vielleicht wäre das mit der Höhle doch nicht so eine schlechte Idee. Problem ist, da sind halt sehr viele feindliche Wesen könnten dann auf uns warten. Und so ohne wirkliche Ausrüstung möchte ich da nicht reinspazieren. So. Hier einmal nochmal kurz reingraben. Ach, das könnte jetzt wirklich ein bisschen dauern, bis wir da was gefunden haben, obwohl das Wasser
glaube, das ist so leicht über uns hochkramen. Ist eigentlich was sehr Dummes im Spiel. So. Einfach gerade nach oben graben. So. Ich hoffe, wir treffen einfach nichts darauf, wo wir nicht hin treffen sollen. Ja. Hier so eng wird jetzt gesagt. Ah, ist ziemlich schwer zu orten. Ja, doch, oder doch hier hinten. Mal kurz ruhig sein, damit ich nochmal. Schwierig. Vielleicht doch hier unten. Ich kann dieses Geräusch gerade wirklich sehr schwer zuordnen. Ah! Ich habe anscheinend Eisenerz gehört. Eisenerz ist sehr wichtig. Ich kann mich schön Eisenrüstung und sämtliche Sachen mitmachen. Aber hier. Hier wird's lauter. Aber ich glaube jetzt irgendwie. Ja, vielleicht unter mir abzubauen ist auch nicht so die schlauste Idee. Das ist über mir, oder? Ich kann es überhaupt nicht zuordnen. Oder doch hier hinten eher in die Richtung. Ah, hier. Bella hat aber sehr gut orientiert. So. Das erste, was wir jetzt machen, ist hier mal einen Ofen hinzustellen. So. Ich habe wieder keine Werkbank mitgenommen, oder? Die habe ich wieder da stehen lassen. Nee, hier unten haben wir keine Chance. Dann müssen wir doch wohl oder übel nochmal nach hier oben. So. Beziehungsweise ich könnte auch vielleicht mal die ganzen. Ja, da oben sind Feinde, da habe ich schon mal. So. Jetzt warten wir mal Eisen. Genau davor habe ich Angst. Beziehungsweise habe ich noch keine Lust drauf. Noch nicht. Ohne gescheite Ausrüstung ist das nämlich immer sehr schwer. So. Ah, können wir vielleicht noch ein Schild craften? Schild. Jetzt haben wir auch hier ein bisschen. So. Na, warum hat sich geschossen? Frage. Aber auch direkt ein Erfolg freigeschalten, Monsterjäger. Und jetzt können wir auch hier ein bisschen. Ja, perfekt, noch mehr Erz. Na, das Inventar leicht überfüllt. Vielleicht doch noch ein Stück nach. Doch, wir sind hier relativ. Wir können jetzt hier erstmal ein bisschen was abbauen. So, aber das Wasser können wir jetzt hier auch einmal wegmachen. Das nervt nämlich. Und wir bauen jetzt hier erstmal mehr Eisenerz ab, denn Eisenerz ist ziemlich wichtig. Ausrüstung. Und weiteres können wir damit nämlich auch herstellen. So. Viel Hammer. 4. Na, ist jetzt kein Juhu-Preis, aber besser wie nichts. Obwohl den Crafting oder die Werkbank bleibt auf jeden Fall auch mal hier oben. Ja gut.
Da müssen wir dann vielleicht noch ein bisschen uns gedulden, bis wir da hinkommen. Na, haben wir noch ein paar Sch Ja. Ich möchte das lieber so haben. Aber hier ist... Ja, da haben wir noch einen. So. Ach, die Dinger. Die habe ich noch nie groß gemocht. Ach. Na, mehr Erze. Aber so, ja, eigentlich ging es nur einzeln, ist ja keine mehr. Na, große Klappe und man kriegt direkt einen auf den Mund. Ah, hier unten ist sehr viel Erz. Aber wir fangen erstmal hier ein bisschen an. So. Ah, hier ist sehr viel Erz, das mag ich. Erz ist immer gut. Wie viel haben wir? 9. Ja, jetzt probieren wir mal was aus. Ich hoffe, uns fällt nichts in den Rücken. So, besiegeln wir hier ein bisschen die Lava. So. Zack. Dann können wir da auch sehr schwer runterfallen. Na, ab. Weg. Ach, waren nur 2. Nicht schlimm. Ah, hier war ja nur einer. Das ist jetzt ein bisschen traurig. Nee, wieder Mäuse töte ich nicht. Muss ich nicht, will ich nicht. So, jetzt aber können wir endlich nach hinten wieder rennen, denn jetzt haben wir ein bisschen Erz und können uns damit ein bisschen bessere Ausrüstung machen. Heißt, zack, einmal rein. Na komm, ist eigentlich das hier das nächst sinnvollere. Stöcke. Dann eine bessere Spitzhacke. So. Na, hier unten wird langsam voll. Und daraus können wir uns dann auch direkt einen. Zack, Helm craften. Also. Natürlich habe ich Minecraft gespielt, für die, die jetzt ein bisschen misstrauisch sind. Warum denn ich es eigentlich, warum denn ich es angespielt? Die meisten dieser Spiele habe ich irgendwann schon mal gespielt, beziehungsweise gesehen. Also so angespielt wäre es dann eigentlich auch nicht, aber wenn es einfach mal angespielt war, auf jeden Fall noch viele Projekte kommen werden, die ich überhaupt nicht kenne. Und bevor ich dann den Namen ändere, die meisten irritiert sind, fange ich lieber schon mal direkt damit an. So, wir haben einen Helm. Ja, komm, den kann ich ja da eigentlich braten lassen. So. Na, obwohl, das eine warten wir noch ab, dann können wir direkt noch ein paar Schuhe machen. So. Zack. Ein paar Schuhe anziehen. Rüstung ist ziemlich wichtig. Mit werden wir nicht so schnell umgehauen. So, hier hätten wir einmal ein bisschen Redstone. Und dieses Material mag ich eigentlich relativ viel. Von vielen wird es gefürchtet. Denn es ist eigentlich im Spiel so ein bisschen das, wie soll ich sagen, das Elektronische, das Zusammenfügen von Schaltkreisen. Ja, kann man. Was rede ich jetzt eigentlich schon da? Einfach sagt. Aber das kann ich euch vielleicht nochmal zeigen. Wird vielleicht in Folge 4 oder so kommen. Da werden wir auf jeden Fall. Kann ich euch vielleicht besser zeigen mit den Ressourcen. Oder ich gehe dann einfach mal kurz in einen sogenannten Kreativmodus. Den Ort mag ich nicht. Wie hoch sind wir überhaupt? 19. Erz. So. Na, woher kommt der denn?
So, weg. Ah, der Kampf von da oben. Dann bauen wir hier direkt noch ein bisschen Eisenerz ab. Davon kann man am Anfang nie genug haben. Ja, darf da gerne was aufsprengen. Damit habe ich so noch kein Problem. Ja, da unten wird es wieder zu dunkel, obwohl wir... Ey, ich habe ja noch ein paar Fackeln. Ist langsam... Angst, das Inventar ist wieder zu klein. Habe ich da gerade einen gesehen? Unten? Ne, komm. Warum sollen wir auch irgendein Geräusch hinterher rennen? Da habe ich Besseres zu tun, wie hier das Erz mitzunehmen. Ah, Vierer, Fünfer. Ah, Sechserquelle. Na, ich glaube, ich habe da vorne was gehört, gesehen. War ja nicht irgendwo noch so irgendwas über Skelett oder so? Das war jetzt ein bisschen knapp. Ich soll vielleicht ein bisschen besser aufpassen, aber auch lange nicht mehr gespielt, muss man dazu sagen. So. Erstmal ein bisschen zurückrennen. Na, vielleicht nicht das einzige Verteidigungsgegenstand weglegen. So. Erstmal ein bisschen heilen. Ne, das war jetzt. So, oben. Obwohl, eigentlich ist es ja egal, man kommt sogar so hoch und runter. Mehr Erz. Obwohl, eigentlich können wir direkt hier unten noch eine Truhe aufstellen. Da kommt jetzt auch erstmal gut was rein. Brauche ich nicht. Kann man auch gebrauchen, zack, zur Zeit nicht. Rein da. Einer. So, jetzt warten wir noch ein bisschen durchgeschmolzen ist. Aber wie es dann weitergeht, seht ihr dann auch in der nächsten Folge, wenn es mal wieder heißt, angespielt Minecraft. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.